Dein Vater ist 1942 in Stalingrad gefallen. Welche Rolle hat deine Mutter in deinem Leben für dich gespielt? Ja, dass mein Vater direkt nach meiner Taufe sozusagen nach Russland zog, war natürlich ein Desaster. Ne? Also wir wohnten in einer kleinen Stadt in Sachsen, hatten da eine Fabrik und es gab ständig Bombenangriffe. Ich war klein und lief dann manchmal den Granatsplittern im Hof hinterher. Und wir mussten nachts in den Luftschutzkeller, das war ganz furchtbar. Ja, aber meine Mutter war nun allein und nicht nur mit mir, ich war das Jüngste, sondern mit 4 Kindern. Der Älteste ist 8 Jahre älter als ich. Ja, und dann 1945, als die Rote Armee einmarschierte, leider nicht in Sachsen, da änderte sich alles. Wir gehörten zur Bourgeoisie, sozusagen zur Ausbeuterklasse. Warum gehörtet ihr dazu? Weil wir die Fabrik besaßen, deshalb. Also jeder, der Besitzer einer Fabrik war, gehörte sozusagen zu dem bösen Feind. Und meine Mutter musste das sehr hart wirklich erleiden, indem man sie zwang, auf dem Marktplatz dieser Stadt hinzuknien und zwischen dem Pflaster Unkraut zu ziehen. Dasselbe, was man in Wien mit Juden gemacht hat. Ne? Die reichste Frau in der Stadt sollte gedemütigt werden, das war der Sinn. Und wir wurden eben 1946 enteignet, entschädigungslos, mussten das Haus, was auf dem Fabrikgelände war, verlassen. Ja, und dann ging es wirklich ums Überleben. Ne? Meine Mutter ist dann mit Rucksack und so Kartoffelstoppeln gegangen, hat getauscht, was es noch Wolle aus der Fabrik gab. Mein Bruder hat Schals gewebt auf so einem kleinen Kinderwebstuhl zum Eintauschen. Es war nicht ohne. Und wir mussten deshalb schon sehr früh selbstständig sein. Du möchtest vielleicht, interessierst dich, was ich so als Mädchen, was ich für ein Mädchen war? Ja, auf jeden Fall. Und da kann ich sagen, Indianerspielen war überhaupt das Tollste. Ne? Mit Jungs, nicht wie die Mädchen irgendwie Ball spielen. Doch auch Handball habe ich auch gemacht und geritten im VEB-Gestüt in Moritzburg, sonst hätten wir das nicht bezahlen können. Ne? Ja, und das Schönste war, die Sommer schickte mich meine Mutter immer auf einen Bauernhof in Mecklenburg. Und zwar, weil es da Gutes zu essen gab. Und ich hatte die Tiere und den Bauernhof und habe es geliebt. Trotz alledem konntest du studieren. Wie hat das geklappt, dass du als Kind einer bourgeoisen Fabrik Besitzersfamilie studieren konntest? Ja, ich war jetzt Arbeiterkind. Ich war Arbeiterkind. Wenn man 10 Jahre lang die Eltern Arbeiter waren, war ich Arbeiterkind. Das war keine Diskriminierung mehr. Ich hatte nur in dieser Situation des Eingesperrtseins, was wir schon sehr empfunden haben, hatte ich Träume zu reisen. Ich wollte gerne eigentlich Romanistik studieren, liebte Französisch. Das war ganz anders als Russisch, was wir lernen mussten. Und das ging aber nicht, weil wir aus der DDR niemals nach Frankreich hätten reisen können. Und dann lernte ich kennen die Frau eines Kommilitonen meines Bruders, eine Inderin, die indische Sprachen unterrichtete in Berlin an der Humboldt-Universität. Und da dachte ich, das mache ich. Und so bin ich zu dem Professor hingefahren nach Berlin und habe gefragt, ob es denn später Berufsmöglichkeiten gäbe. Sagt er ganz klar, in der DDR kriegt jeder einen Job. Und dann habe ich angefangen, Indologie zu studieren, indische Sprachen, und es hat mir unglaublich gefallen. Indische Sprachen, indische Kultur. Ja, und bin dann, das war 1960 in Berlin, da konnte man noch mit der S-Bahn in den anderen westlichen Teil fahren, bin dann an die Freie Universität nach Dahlem gefahren und habe mir angeguckt, was die Indologie, was die unterrichten. Und fand, dass wir unser Institut für Indienkunde, wie das hieß, an der Humboldt-Universität das fortschrittlicher, das besser machen. War gar nicht schlecht.
Aber dann ja, nach der Mauer, ein Jahr später, da war es dann alles anders. Ne? Vorher konnten wir von der Universität durchs Brandenburger Tor laufen, mal eben im Tierpark. Und dann war der wirklich eingesperrt. Also nach dem 13. August 61. Das haben wir auch so empfunden. Aber das Schlimmste in dieser Zeit war, und das hat mich noch mehr, eigentlich noch mehr zornig gemacht gegen die Herrschenden, waren die Annäherungsversuche der Stasi. Und die Drohung stand, also wenn du nicht mit uns kooperierst, dann wirst du in die Braunkohle geschickt. Dann war es das mit Ausbildung, Studium, allem. Das war so eine Arschheilbewegung. Ja, absolut. Ne? Und ich bin nur da rausgekommen, weil in der Zeit ich meinen späteren Mann kennengelernt hatte. Wir haben uns verlobt, heiraten durften wir erst nach großen Mühen, weil er ein Westberliner war, bekannter Journalist, aber er hat wirklich objektiv über die DDR berichtet, deswegen durfte er auch nach Ostberlin kommen. Ja, und dem habe ich natürlich erzählt, von diesen Anwerbungsversuchen, von diesem Druck, der Erpressung faktisch. Und dann hat er gesagt, ja, Mädchen, da schreibe ich drüber. Und das habe ich meinen Verhörern sozusagen, ich musste mich mehrfach mit denen treffen, gesagt, also mein Verlobter wird darüber in Westdeutschen Zeitungen schreiben. Daraufhin war ich frei. Das war ein gelungener Coup. Ich bin niemals mehr belästigt worden. Ja, aber studieren durfte ich auch nicht mehr. Ich habe dann einen Ausreiseantrag gestellt, weil mein Mann als Journalist konnte nicht in der DDR arbeiten, also musste ich nach dem Westen. Sind wir nach Stuttgart gegangen, ich mit meinem Mann Ansgar Skriver, der wurde Lektor im Kreuzverlag und arbeitete in Stuttgart. Wir wohnten auf den Feldern, irgendwo, auf den Fildern, irgendwo etwas außerhalb in einer Wohnung und ich war plötzlich umgeben von schwäbischen Hausfrauen. Ne? Und ich kannte überhaupt keine Hausfrau, hatte ich noch nie, die gab es in der DDR. Und dort galt, ne, putzen, kochen, Kinder großziehen und so weiter. Ich hatte ein Kind und Kita gab es nicht, ne, sondern man war dann eben zu Hause den ganzen Tag. Der Mann arbeitete und ich zu Hause. Ne. Und Und wie lange hast du das ausgehalten? tja, das habe ich nur kurze Zeit ausgehalten, habe dann angefangen zu schreiben. Ein kleiner Artikel und zuerst über meine Erfahrungen in der DDR, DDR-Literatur. Ich hatte auch ein bisschen, also Christa Wolf und so weiter, habe ich angefangen, Rezensionen zu schreiben. Das konnte ich ganz gut zu Hause, Ja. wenn mein Kind schlief. Ne? Und wurde auch gedruckt von der FAZ und gleich, was also dann gar nicht schlecht war. Und dann habe ich über ihn indische Bücher rezensiert, weil ich das von meinem Studium eben auch konnte. Und wirklich dann, dann gab es ein zweites Kind, wenn die Kinder schliefen. Und später habe ich dann, ja, mit den ersten, um es zu erzählen, mit den ersten Honoraren, die ich dann ganz stolz war, habe ich mir als erstes eine Waschmaschine gekauft. Vorher habe ich wirklich noch die Windeln so am Waschbrett gewaschen. Und einen Schreibtisch. Symbole, wirklich. Das ist die Ausstattung einer Ja, selbstständigen ja, Frau. genau. Ja. Ach, wunderbar. Kannst du dich an die ersten Slogans erinnern, als du in Köln in Kontakt zur Frauenbewegung gekommen bist? Zogen irgendwelche Frauen demonstrierend an dir vorbei mit einem Schild, was dir in die Augen gesprungen ist? Oder woran kannst du dich erinnern? Also nicht so sehr, sondern als Journalistin verfolgst du ja die Öffentlichkeit. Ne? Also es war einerseits die eigene Erfahrung, die ich kaum aushalten konnte als Hausfrau zu Hause, ne, ohne Unterstützung während der Kindererziehung. Und auf der anderen Seite habe ich verfolgt, was die Frauenbewegung macht. Und das erste Buch war wirklich das, was mir die Augen geöffnet hat. Zwei Bücher waren Betty Friedan, der Weiblichkeitswahn. Und dann natürlich Simone de Beauvoirs, das andere Geschlecht. Das waren in der Zeit der Ehe für mich also Augenöffner. Ich habe über Bücher bin ich im Grunde mit der Frauenbewegung bekannt geworden. Also das geistige Futter war für dich auch immer ein zentraler Punkt, auch der Emanzipationsgeschichte oder deiner eigenen
Weiterentwicklung. Würdest du denn sagen, dass du eine Theoretikerin bist in diesem Sinne oder eine theoretische? Eher, also das ist mir zu hoch gegriffen. Ich sage, ich war keine Aktivistin in dem Sinne, weil es gar nicht ging, weil ich die beiden alleinerziehende Mutter mit den beiden Kindern und Beruf und Studium noch nebenbei hatte, also nie die Zeit, in irgendwelche schönen vollen Ferienhäuser oder so zu gehen oder bei allen Diskussionen mitzumachen. Ich fühlte mich als Berichterstatterin. Ich wollte das dokumentieren und zwar eben einem größeren Kreis, als man über die Medien, also Hörfunk, schreiben und später dann auf Fernsehen. Das war, in dieser Rolle habe ich mich gefühlt. Was waren für dich so aus dem Feminismus heraus die radikalste, oder was war die radikalste Wendung in deinem Leben, verursacht durch den Feminismus? Kann man das so sagen, oder? Ganz sicher, schon. Also das war die Frauenliebe. Auf meiner Hochzeitsreise in Israel, es war ein kleines Drama, muss ich sagen, hat mich unsere Gastgeberin plötzlich geküsst. Und das war wie ein Blitzschlag. Ich wusste nichts von lesbischer Liebe oder so und war wie verwandelt. Es war schön und zugleich ganz schrecklich, weil ich eine Ehe beginnen wollte. Und dann habe ich die Ehe auch gelebt, bis zur Scheidung. Auch dann noch mit einem Mann zusammen. Irgendwann war ganz klar, die Frauen sind diejenigen. Die Frauenliebe ist die, die mich erfüllt. Das ist wirklich das, was ich leben will. Also Anfang 30 war mir das klar. Ja, und das hatte zwei Seiten. Einerseits war es verpönt damals. Und da muss ich zwei Erlebnisse erzählen, die heute nicht mehr vorstellbar waren. Ich war mit einer Freundin in einem Club tanzen, in einem fortschrittlichen Club. Der Besitzer war ein Schwarzer. Und WDR-Leute waren da, war ein fortschrittlicher Club, in der Altstadt allerdings. Und ich ging da tanzen und wir küssten uns nicht, meine Freundin nicht, sondern wir tanzten. Plötzlich hielt der Besitzer die Musik an. Alles kam auf mich zu, alles starrte mich an und sagte, raus, das gibt's hier nicht. Unfassbar. Ich erstarrte, hab mit mir gekämpft, hau ich dem jetzt eine runter? Das habe ich nicht, sondern bin ohne ein Wort zu sagen. Auch mit meiner Freundin. Was soll ich tun? Barbara, du bist eine der aktiven feministischen Mütter in der Frauenbewegung. Du hast sowohl gearbeitet als auch Recherchereisen gemacht. Du hast deine Kinder, deine beiden Töchter großgezogen. Kann man sagen, dass Frau, die Kinder hat, politisch anders unterwegs ist? Politisch würde ich sagen, ja, vielleicht ist da die Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Familie natürlich das große Thema. Wie wir es genannt haben, genauer geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. Das ist der Begriff. Ne? Ja. Aber innerhalb der Bewegung war es eben auch nicht ganz einfach. Also, Kinder durften in die Eifelstraße, in das Frauenzentrum nicht rein. Und so war es. Die jungen Frauen wollten sich befreien, die hatten keine Lust, Verantwortung für Kinder zu übernehmen. Das war überhaupt nicht cool. Und das, muss ich sagen, war auch für mich die Schwierigkeit, auch in meinen privaten Beziehungen. Denn meine Partnerinnen, also die haben das nicht mitgetragen. Also haben mich sogar verlassen, weil sie sich nicht in der Lage sahen, eine Mutter mit zwei kleinen Kindern, die dann zwar nicht mehr plärrten, sondern größer waren, aber eben versorgt werden mussten. Und ihre Ansprüche stellten, ganz andere waren sie nicht bereit. Also das war schon, muss ich sagen, das war traurig für mich. Und du hast dir aber dann auch in Deutschland ein Thema gesucht, und zwar hast du kennengelernt, eine der Mütter des Grundgesetzes, Elisabeth Selber, Juristin, Rechtsanwältin, die ganz Bedeutendes für diese Republik
erreicht hat. Ja, wie war die Begegnung mit ihr? Ja. Also das ist überhaupt, wenn ich so will, das ist, ja, wenn ich einen Beitrag für die Frauenbewegung geleistet habe, dann war es der. Also ich habe sie in gewisser Weise entdeckt. Sie war, obwohl sie eine der vier Mütter und da die wichtigste Mutter des Grundgesetzes war, war sie von ihrer Partei ins Abseits gestellt worden. Sie ist bewusst vergessen worden. Sie war ihrer Partei zu radikal, sage ich jetzt mal. Also die Frauen, Frauenbefreiung, das konnten, teilten die alten Herren. In Hessen wohnte sie in Kassel. Das war ihnen zu fortschrittlich, ging zu weit. Aber man müsste doch stolz sein auf solch eine Frau. Waren sie nicht. Und, aber dann, als ich durch eine kleine Notiz von sozialdemokratischen Frauen, die auch gesagt haben, müsste doch, da gab es doch jemanden und so, habe ich sie angerufen, ob sie bereit wäre zu einem Interview, habe eine Hörfunksendung gemacht, einen Film. Und dieser Film, der dann im WDR und im Hessischen Rundfunk lief, der hat dazu beigetragen. Plötzlich war Elisabeth Selbert wieder in aller Munde. Die SPD rühmte sich ihrer tollen Vorgängerin, Vorkämpferin. Und dann war sie ganz zugänglich und hat so viel Vertrauen zu mir als zuverlässige Berichterstatterin gefasst, dass sie mich gebeten hat, ihre Biografie zu schreiben. Und hat mir ihren gesamten Nachlass, also ihr damals noch nicht Nachlass, ihre Unterlagen gegeben. Und daraufhin habe ich dann das nachvollzogen, was sie wirklich geleistet hat. Und das war also unglaublich. Sie war 1949, man muss sich vorstellen, es sollte eine neue Verfassung geschrieben werden. 65 Menschen wurden gewählt von den Länderparlamenten der drei Zonen, amerikanische, französische, englische Zone in Westdeutschland, also im Westen Deutschlands, muss man sagen, war noch Besatzungsmächte. Ja, die haben sich getroffen, haben einen Entwurf in Herrenchiemsee gemacht, der bezog sich auf die Weimarer Verfassung. Man wollte aber jetzt nach Faschismus und Krieg natürlich was Neues schaffen. Und bei Artikel 3 der Gleichberechtigung für Frauen, lag erstmal dem Herrn Chiemseemer Entwurf im Grundsatzausschuss dieses Parlamentarischen Rates, so hieß dieses Gremium, war eine Formulierung, Frauen haben staatsbürgerliche Gleichrechte, wie in der Weimarer Verfassung. Und da sagte, das geht nicht. Das hat eine Formulierung gesagt, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Ohne Einschränkung, ohne grundsätzlich oder irgend so etwas. Das wurde in zwei Lesungen im Hauptausschuss, wo die Artikel durchgegangen waren, abgelehnt. Daraufhin hat Elisabeth Selbert gesagt, das kann nicht sein. Die Frauen brauchen ihre Rechte. Sie ist durch ganz Deutschland gefahren und das über Interzonengrenzen unter ganz schwierigsten Bedingungen, hat überall Referate gehalten, Artikel geschrieben und so weiter. Hat am Ende dafür gesorgt, dass die sind inzwischen wirklich legendär, waschkörbeweise Eingaben an diesen Parlamentarischen Rat kamen, mit dem Ziel, wir wollen gleiche Rechte, auch im Ehe- und Familienrecht. Genau das ist es, was uns zu Personen ohne Rechte machen lässt. Also, Frau Selbert sagte erst, sie hat wirklich Geschichte gemacht. Also ich bin vorsichtig mit solchen pathetisch klingenden Ausdrücken, aber das war so. Ja. Sie war die Frau, die in dem Moment begriffen hat, hier muss was geschehen. Und ohne die Eingaben, ohne die Organisation dieses Sturms von Eingaben, dieser Waschkörper von Eingaben an den Parlamentarischen Rat, wäre es nicht durchgekommen. Es gab ja auch anderes politisches Engagement von dir, deine Aktivitäten neben dem Beruf, wenn das überhaupt zu trennen ist. Du bist Mitgründerin des Vereins für sozialwissenschaftliche Praxis und dieser Verein hat herausgegeben die Hefte Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis. Welches Thema war dir in diesem Zusammenhang am wichtigsten?
Also erstmal muss ich sagen, dass das schon eine ganz wichtige Zeitschrift war. Also da sind von 1978 bis 2008, 30 Jahre lang, 69 Bände, so dick wie ein Buch etwa, erschienen. Mhm. Ja. Na, und es war die führende, würde ich sagen, feministische Theoriezeitschrift. Und das Besondere daran war, dass es eben nicht nur um Theorie ging, sondern auch um Praxis. Das heißt, feministische Projekte haben wir eingeladen zu Diskussionen und so weiter. Mhm. Da war ich in der Redaktion lange Zeit, habe mit Maria Mies, die hat damals die methodischen Postulate zur Frauenforschung im ersten Band dieser Beiträge festgehalten, und das war ganz wichtig. Die sagt, die Frauenforschung war bisher immer Männer dominierend. Auch dieser Verein ist deswegen auf dem Soziologentag 1976 gegründet worden, weil die Frauen aufbegehrt haben. Die Soziologie war Männer schwergewichtig und die Sicht der Frauen kam nicht vor. Wie eigentlich in allen Disziplinen und Fakultäten. Und Maria Nies sagte, Frauen müssen Subjekte ihrer Geschichte werden. Eine ganz andere Methodologie. Das war ein ganz wichtiger Beitrag. Dann gab es also in diesen langen 30 Jahren haben die Beiträge faktisch zu allem irgendwie Stellung genommen. Und gehen wir es vielleicht mal durch, ja, hier. Ich selber habe Zeit zum Streit. Genau, also das war schon später. Ich habe besonders Dritte Welt und sowas. Und mein Hauptbeitrag war hier, neue Verhältnisse in Technopatria, hieß das. Zukunft der Frauenarbeit. Ne? Da ging es darum, da habe ich auch Filme gemacht, darum, was passiert mit den Frauen, wenn Computer in die Büros einziehen. Mhm. Viele wurden dann nämlich arbeitslos oder kriegten eine sinnentleerte Arbeit, weil die Computer das alles machen. Ne? Und da war ich die Erste, die das feministisch durchleuchtet hat und überlegt hat, wie könnte das weitergehen. Die Feministinnen werden älter, nicht unbedingt weniger aktiv, aber vielleicht auf anderen Ebenen. Mit welchen Aufgaben siehst du dich im Moment auch freudig konfrontiert oder welche Aufgaben gehören auch zu schwesterlicher Pflicht oder Besorgnis umeinander? Gibt es so was? Das ist schön ausgedrückt, wirklich. Besorgnis füreinander. Pflicht würde ich nicht sagen, es ist eine Art Freundschaftsdienst. Ne? Also Carola Möller, die ich jetzt pflege, weil sie sehr dement ist und im Grunde uns nicht mehr wiedererkennt. Seit 40 Jahren kennen wir uns. Sie war mit bei den Beiträgen. Sie hat die erste Analyse über, was man heute prekäre Beschäftigungsverhältnisse nennt, geliefert. Empirische Forschung, sie nennt es ungeschützte Beschäftigungsverhältnisse. Sie hat die erste große Studie gemacht über Armut von Frauen in Deutschland. Und dann hat sie auch noch eine Stiftung gegründet, um eine alternative Ökonomie im Sinne von Frauen zu erforschen, Stipendien. Wunderbar. Und jetzt ist diese alte Dame 91 und weiß nicht mehr, wer sie ist, wenn ich das so sagen darf. Und da ist es absolut notwendig und so, dass wir sind eine Gruppe von jetzt 10 Frauen, dass wir sie um sie kümmern. Liebevoll um sie kümmern. Das gehört sich so.